Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer der Patriarch, zur heutigen Mehrwertveranstaltung. Wie geht Business im New Normal heute mit der Trainerlegende Andreas Buhr? Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und eine Stunde unseren Ausführungen lauschen mögen. Wir wollen halt verschiedenste Themen streifen. Eigentlich könnte man das aus einem Buch tun, was Andreas in der Pandemie geschrieben hat. Hier, Business geht heute anders. Die entscheidende Frage ist aber, wie geht Business heute anders? Und da wird er uns sicherlich einige Antworten zu geben. Vielleicht einleitend nur ganz kurz ein paar organisatorische Sachen noch. Wenn Sie irgendwelche Produktempfehlungen der Patriarch vermissen sollten, das machen wir in diesen Veranstaltungen grundsätzlich nie. Es geht nur um Sie und nicht um uns und um unsere Produkte. Wenn Sie zu solchen Dingen Fragen haben, können Sie uns jederzeit bei anderer Gelegenheit fragen. Ich spare mir auch die große Vorstellung, wer ist die Patriarch? Sie kennen uns ohnehin alle. Wer ist Andreas Buhr, ich glaube, ihn kennen Sie auch ohnehin alle und will da erstmal direkt einsteigen. Kurz noch ein Dankeschön vorab an das Team von Andreas Buhr, was das wieder mal generalstabsmäßig hervorragend hier vorbereitet hat. Wir nutzen hier gerade die Technik. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei dem Kollegen Schmidt und seiner Late-Night-Show früher. Ja, ich bin sozusagen der Sidekick von Andreas Buhr, den Sie gleich dann auf der anderen Größe, anderen Bildschirmgröße sehen werden. Der steht hier rechts von mir. Ja, und damit will ich auch mal direkt einsteigen. Ich möchte Andreas am Anfang mal die Frage stellen. Wir hatten tatsächlich mit dieser Veranstaltung ja ein Problem. Wir haben das vorher gemacht mit dem Klaus Fink zusammen, wie viele von Ihnen aus den drei vorherigen Veranstaltungen wissen. Und wir sind auf keinen Termin gekommen im Mai, wo sozusagen beide Herren gleichzeitig konnten. Interpretiere ich das richtig, dass es der Trainerbranche wieder gut geht, Andreas, und ihr genügend zu tun habt, dass also Menschen wieder orientieren? Orientierung suchen, Ratschläge suchen. Wie sieht's aus bei euch? Lass uns mal hinter die Kulissen gucken. Schauen wir mal hinter die Kulissen und hier bin ich auch schon. Lieben Dank, lieber Dirk Fischer. Ich sage Prost in alle Richtungen. Wir haben hier Mineralwasser, wo du schon Harald Schmidt zitierst. Ich sage Ja zu Deutschland. Das hat er, glaube ich, gesagt. Ob das so alle kennen? Das ist immer wichtig, ja, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass wir auch ein Getränk dabei haben. Ja, um die Frage zu beantworten, was soll ich sagen? Ganz offen gesprochen und mal ein bisschen gegen die Trainerbranche. Ich fühle mich ja in erster Linie als Unternehmer und in zweiter Linie als Trainer und Redner. Früher, sagen wir vor 10 Jahren, 15 Jahren, als ich mit diesem Business angefangen habe, hatte ich das Gefühl, die Top-Leute sind geschickt worden, häufig, oder haben sich angemeldet zu Veranstaltungen, so nach dem Motto, nice to have. Ja, ich kann mir mal was Gutes tun, ich sollte mal auf andere Gedanken kommen und vielleicht mit einer besseren Idee oder mit einer besseren Einstellung zurückkommen. Und heute ist das vom nice to have zum need to have mutiert. Heute glaube ich, dass es um mehr geht als mir was Gutes zu tun, sondern es geht um die Antwort auf die Frage, wie Business heute geht. Die Welt ist hybrid geworden. Sie ist online wie offline. Sie ist auch in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir sehen das hier heute direkt durch diese Webinar-Gen-Session, die wir ja ursprünglich in Präsenz machen wollten. Trotzdem sind wir in der Lage zu kommunizieren und das wird die Zukunft bestimmen. Die technologische Entwicklung geht weiter und das bedeutet, wir werden nicht so genau sagen können, wie die Zukunft aussieht. Wichtig ist, dass wir uns iterativ voranirren. Und dazu ist der Austausch wichtig und dazu ist eben wichtig, mit Menschen zu sprechen, die in ähnlicher Situation sind. Maklerkollegen, Mehrfachagentenkollegen, Ausschließlichkeitsvermittlerkollegen, die ähnliche Themen haben, Rekrutierung oder Beratung, was auch immer. Und da sind wir als Trainer, finde ich, enorm gefordert. Übrigens in Präsenz im Moment wieder mehr als online. Passt nicht so ganz zu unserem Format, aber so ist es eben manchmal. Ja, vielen Dank dafür den Blick hinter die Kulissen, Andreas. Vielleicht die kurze Nachfrage dazu. Wir hatten ja vor, diese Veranstaltung in Düsseldorf als Präsenzveranstaltung zu machen und sind dann von unseren Kunden umgeleitet worden. Also erfreulicherweise haben wir sehr mündige Kunden, die dann auch sozusagen den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber also das als Online-Format haben, weil so können wir alle dran teilhaben und nicht nur die, die irgendwo in der Nähe von Düsseldorf wohnen. War für uns ein Lerneffekt, weil wir es eigentlich eher anders erwartet hätten.
Deshalb tatsächlich spannend von dir zu hören, dass du sagst, Präsenz ist so ein bisschen eher im Kommen wieder bei dir. Wie wird denn das für den B2C-Bereich sein? Das würde mich mal interessieren, weil viele unserer Kunden kommen ja vor Corona eindeutig von der Live-Beratung, der Vis-à-vis-Beratung. Ganz viele haben mit Live-Kundenveranstaltungen sehr erfolgreich gearbeitet und dann war das 2 Jahre quasi obsolet. Ja, und wie wird es in der Zukunft aussehen? Wie ist deine Einschätzung, Andreas? Also ich glaube, dass Geschäfte mit Menschen gemacht werden, dass sie für Menschen, mit Menschen, gemeinsam entstehen und dass es keine Alternative zu dem persönlichen Kontakt gibt, und wenn es eine gibt, ist die beste der Videocall, ist die beste die Hybridberatung, also die Remote-Seite, die Online-Seite in der Kombination mit der Präsenzseite. Und wenn wir 2 Jahre lang zurückschauen, dann wer hätte gedacht, dass wir Webinar-Jam überhaupt nutzen oder Teams oder Zoom oder Hangout-Meetings machen. Ich glaube, auf der Endkundenseite ist da die Akzeptanz zunehmend gestiegen. Auch bei den Älteren ist keine Altersfrage mehr. Heute ist die Welt onlineiger, amazoniger, hybrider geworden. Es wird im Zweifel schon mal der Touch schneller, sich einzuwählen irgendwo als einzuchecken. Und deswegen wird es eine Akzeptanz sein, die bleibt. Die wird nicht in dem Maße hoch sein wie in der Corona-Zeit, weil wir keine Alternative hatten. Jetzt haben wir die Alternative und die führt eben dazu, dass manches in Präsenz geht. Erklärungsbedürftige Produkte wie eine BAV, eine Finanzierung, Immobilienthemen, was auch immer, da haben wir natürlich eine Präsenz oder ein Anfassthema, ein kinästhetisches Thema und gleichzeitig erhöht sich die Akzeptanz online. Heißt mit anderen Worten, ob B2C oder B2B, ob im Endkundengeschäft oder im Wholesale, im Firmenkundengeschäft, der Trend wird weiter online bleiben, wird weiter hybrid sein in der Kombination mit Präsenz. Beides gehört auch künftig zusammen. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick und diesen ersten Praxistipp. Ich will mal ein bisschen einen Punkt aufnehmen, vielleicht das noch vorab gesagt. Also wir haben ja viele Fragen von Ihnen zugeschickt bekommen, die ich versucht habe, zu einem Skript zusammenzupacken. Und eins der größten Themen da drin war das Thema Selbstmotivation. War ich im ersten Moment überrascht, aber es hat sich mir dann relativ schnell erschlossen. Die Kollegen haben einfach gesagt, naja, also innerhalb der Corona-Zeit war das eigentlich ein reiner unternehmerischer Überlebensinstinkt, ja, und man war einfach genötigt, ständig etwas zu tun, um halt seinen Weg zu finden. So, jetzt ist Corona so ein bisschen gerade im Abschwellen, was uns ja alle sehr, sehr freut. Ja, und jetzt gibt es natürlich viele, viele Verlockungen wieder, sich ablenken zu lassen. Und zum Zweiten, was offensichtlich auch psychologisch ziemlich schwierig war, ist nach Corona sofort die Ukraine-Krise ausgebrochen. Das war sozusagen der nächste Nackenschlag. Und ganz viele Kollegen haben mir gesagt, dass sie echte Probleme haben, sich selber so ein bisschen zu motivieren. Und da halt meine große Frage, Andreas, wie geht man da unternehmerisch mit um? Was hast du da für Tipps für die Kollegen, um sozusagen sich selbst aus dem Sumpf herauszuziehen? Ja, also ein Tipp ist aufhören. Wie wäre es, wenn du kündigst? Nein, mal ganz im Ernst. Ich meine, habe ich mich entschieden, Profi zu sein? Aber mal angenommen, du kennst jemanden, der möchte Profisportler werden und dann fragst du ihn, welche Sportart. Und ich habe noch nicht entschieden, welche Sportart. Ich guck mal. Was ist denn das für eine Antwort? Also ich frage mich immer, wenn ich an die Flutopfer denke im Ahrtal. Ja, ist es deine Aufgabe, dich um Komposit zu kümmern? Mal angenommen, es wäre dein Job, dann kannst du doch nicht weggucken, oder? Bei uns ist in der letzten Woche im Haus der Blitz eingeschlagen. Ich habe noch nie einen Blitzschlag gehabt. Ich gucke natürlich erstmal in meiner Hausratpolice, haben wir das überhaupt versichert? Weil, weißt du, das kommt nicht jeden Tag vor. Da kann ich ja nicht zu meinem Makler sagen, erwische ich dich gerade in einem Motivationsloch. Da erwarte ich natürlich, dass der jetzt mit der Leselupe im Aktenschrank verschwindet und mir sagt, selbstverständlich ist deine Alarmanlage versichert, mach Fotos und schick mir die Rechnung. Mein Vater, der im hohen Alter seine Rentenbezüge bekommt, bekommt die deswegen, weil er sich rechtzeitig um seine Altersvorsorge kümmert. Da war dann jemand da.
Also ich will es mal weniger martialisch sagen, lieber Dirk, danke für die Frage. Aber in der Krise kannst du die Charaktere erkennen. Es gibt natürlich in der Corona-Zeit die Post-Protest-Routinler, nennen wir sie mal, die sagen, ja, Corona hält mich davon ab, zum Kunden zu fahren, ich kann kein Geschäft machen, ich warte mal aggressiv am Telefon, dass mich jemand anruft. Und die haben weniger Geschäft. Dann gibt es auf der anderen Seite die, die sagen, endlich habe ich weniger Stau, endlich muss ich keine Hausnummern mehr suchen oder irgendwie am Flughafen warten. Endlich kann ich meine 8 bis 10 Verkaufsgespräche pro Tag führen. Denn Kunden haben ja zu Hause auch Homeoffice und Langeweile. Ist auch gut, wenn die sich um ihre Finanzthemen kümmern. Das bedeutet, es gilt auch hier die Regel, wie willst du Recht haben? Wenn du glaubst, die Dinge gehen nicht, dann gehen sie nicht. Und wenn du glaubst, die Dinge gehen, dann gehen sie. Und was kannst du für die Eigenmotivation tun? Nun, du kannst dich fragen, will ich das wirklich tun? Na? Und du kannst dir die Frage stellen, will ich das wirklich tun? Oder 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 will ich das wirklich tun? Im Sinne von, ist die Antwort 5-mal ja. Und wer sich dann in seine Aufgabe verliebt und sagt, hör mal, das ist doch ein geiler Job, den ich hier mache. Ich darf Menschen dabei helfen, neues Bewusstsein zu entwickeln, eine neue, bessere Vorstellung zu entwickeln. Finanzdienstleistungen sind extrem erklärungsbedürftige Produkte. Sie leben in einer Welt, wo sie kaum Unterstützung von der Öffentlichkeit haben. Das ist der Job, der am schlechtesten angesehen ist von allen Jobs, die man machen kann. Von daher kann ich verstehen, dass jemand mal irgendwie Zweifel hat. Nur es ist doch klar, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Ich habe mich entschieden, diesen Job zu machen und jetzt bitteschön, go for it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sag mal, ein Profifußballer in so einem, sagen wir, Pokalfight oder Regulationsfight, wie wir das gerade erleben, wegen des Wetters sagt, ich habe heute Motivationstief. Da muss ich natürlich kick in the ass, dann, ich sag's mal, auch der muss ja in der Lage sein, sich selbst zu motivieren. Und vielleicht darf ich 2 Fragen noch mitgeben, wenn das noch passt, Dirk, in die Antwort. Ganz konkret sind das die beiden Fragen, die du dir morgens stellst, bevor du anfängst. Was wage ich heute und warum lohnt sich der heutige Tag? Wenn du aufstehst und morgens aus dem Bett springst, hast du Antworten auf die Frage, was wage ich heute und warum lohnt sich der heutige Tag? Da kannst du fokussiert sein und Dinge tun, wie zum Beispiel hier uns heute lauschen und dich austauschen mit Menschen und dann, glaube ich, wird das Leben dich tragen und dann gehen die Dinge auch weiter. Also ich glaube, Sie haben gemerkt, liebe Zuschauer, wir reden hier mit einem ehemaligen Leistungssportler, ja, und die Frage war wahrscheinlich schon eine Majestätsbeleidigung, ja, also intrinsische Motivation ist also durch nichts zu ersetzen, das haben wir ganz klar gelernt. Und was ich an Andreas so schätze, ist, dass er kein Schnacker ist, sondern dass er solche Dinge auch tut, die er predigt. Und ich war ganz begeistert, du bezeichnest dich ja immer als lebenslang Lernenden und habe jetzt gesehen, dass du dich 10 Tage in ein Kloster einkaserniert hast und dich in die Hände eines Zen-Meisters gegeben hast und das auch noch mit 10 Tagen Digital Detox, also Andreas Buhr ohne Handy kann man sich wahrscheinlich nicht kaum vorstellen. Und mich würde einfach interessieren, wenn du sowas tust, ja, was nimmst du da für den beruflichen Alltag mit? Warum kannst du das empfehlen? Ja, was sind die Erkenntnisse aus so einer Situation heraus? Jo, also das ist eine starke Frage. Danke. Wenigstens eine heute. Ich muss mir jetzt eine Antwort überlegen und ich baue mal sozusagen eine Verbindung auf zwischen dir, dem Zuschauer, und Dirk, der in diese Richtung steht, und mir und meinem Kopf und meinem Herzen und meiner Energie. Das ist die Antwort auf die Frage, worum es geht. Also ich kenne mich mit Meditation nicht aus. Jedenfalls habe ich darüber keine Referenzerfahrung. Und wenn wir Themen haben wie Selbstführung und Eigenmanagement, da haben wir ein Buch dazu gemacht. Es gibt einen Online-Kurs dazu. Wir haben Trainings zu diesen Dingen. Das sind auch Themen, die am häufigsten nachgefragt werden. Dann kann die Frage nach der Meditation immer mal kommen. Was ich davon hielte. Und ich habe dazu natürlich was gelesen, aber ich habe keine Referenzerfahrung. Was ich dann eben mache ist, das wollte ich vor 3 Jahren schon tun, ist wegen Corona jetzt ein paar Mal verschoben worden. Ich springe dann rein, ich will wissen, was steckt dahinter. Ich recherchiere dann auch nicht,
sondern ich lasse mich ein, fahre dann nach Buchenberg ins Allgäu, um mich bei dem Hinhard Polenski, dessen Bücher ich schon kannte, mal ein paar Tage komplett in so eine Situation hineinzubegeben. Und wie muss man sich das vorstellen? Das ist tatsächlich 4 Uhr aufstehen, da hast du morgens 4 Stunden Meditation in ziemlich gebückter Haltung. Ich muss gestehen, dieser Fersensitz ist dann was, was mir nicht so liegt. Da schlafen mir die Füße ein. Also haben sie mir irgendwie Kissen gegeben und das muss ja altersgerecht auch alles laufen. Nur es ist wirklich sehr streng, sehr diszipliniert. Du hast dort kein Handy, du hast keinen Fernseher, kein Internet, du hast kein Radio, hörst nichts, die Menschen sprechen nicht. Es wird auch nicht gesprochen, es wird geschwiegen, es wird beim Essen geschwiegen. Du hast eine Stunde Kommunikation am Tag, Austausch untereinander. Und ich gebe zu, ich habe dann auch eine Stunde mein Handy hier und da mal angemacht, weil ich natürlich dann auch nicht widerstehen konnte. Aber sie wollen es eben am liebsten im Auto oder auf dem Zimmer haben. Was ist die Erkenntnis daraus? Achtsamkeit ist das Oberwort. Und wie bist du achtsam? Ich wusste gar nicht den Begriff, der Geist ist wie ein wilder Affe. Was ist eigentlich damit gemeint? Damit gemeint ist, und ich habe mich dabei ertappt, dass das stimmt, dass du ständig dabei bist, ja darüber nachzudenken, in der Vergangenheit absichern und irgendwie Resümee ziehen. Dann bist du in der Zukunft und planst, was muss ich später noch, morgen noch tun. Und was dabei häufig zu kurz kommt, ist die Gegenwart, ist das Jetzt. Und vielleicht können wir uns damit beschäftigen, zu sagen, die Vergangenheit ist tot. Gestern ist vorbei, ich kann mit gestern nichts mehr machen, die Zeit ist abgelaufen, es gibt vielleicht Learnings daraus, okay. Und tomorrow never comes im Sinne von, wer weiß, was morgen ist, wir wissen es nicht, was alles passiert. Also was bleibt die Gegenwart, es bleibt das Hier und Jetzt, wie kann ich achtsam sein, indem ich zum Beispiel mich darauf konzentriere, an etwas zu denken, an das ich denken will. Was haben wir da gemacht? Wir haben Gehmeditationen geübt. Das sieht ein bisschen militärisch aus. Dann klatscht jemand vorne und dann läufst du links, rechts, schweigend hintereinander her durch den Wald und bleibst stehen. Und dann sagt der Zen-Meister, bitte jetzt hören. Und dann hörst du 5 Minuten und konzentrierst dich mal auf das, was du hören kannst, um deinen Geist zu schulen in die Richtung, dass der nicht vorne plant und hinten absichert. Also wie schaffe ich es, nichts zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart kommen zu lassen? Wie kann ich es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein, 100% präsent zu sein? Und da habe ich so die Frage gestellt, kann ich das auch mit Sauna verbinden, mit Joggen verbinden, mit Autobahn verbinden? Manchmal denke ich, fahre Auto, ohne Auto zu fahren. Das kennst du vielleicht, das ist internalisiertes Verhalten. Sagt er, ja, das geht auch. Und wie wäre es, wenn du nichts verbindest, wenn du einfach nur jeden Tag 25 Minuten nichts anderes tust, als zu meditieren, als bei dir zu sein, um dich zu fokussieren und den Geist zu trainieren. Und das ist mein Learning, das lasse ich jetzt einfließen. Und wir sind schon dabei, manche Kapitel des Buches neu zu schreiben, für die nächste Auflage, die Online-Version unserer Online-Akademie zu aktualisieren. Ich glaube, wir sollten Lernende bleiben. Niemand ist auf der Welt je irgendwo angekommen. Wir sind auf der Reise. Und wenn wir unserem Leben eine Richtung geben, uns bewegen, move in eine Richtung gehen und uns bewegen, dann werden uns die Ziele begegnen und sie werden wir erreichen, manche erreichen wir nicht. Hauptsache, wir sind in eine Richtung unterwegs und das ist, was die Zen-Lehre ist, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist im Moment meine Conclusio, hört sich relativ profan an, ist vielleicht auch profan, ist nur in der Durchführung nicht immer so leicht. Ich arbeite weiter an mir. Ja, sehr spannend, Andreas, und er unterstützt halt meine goldene Regel, sozusagen meine goldene Regel ist immer die, der Wichtigste im Unternehmen bist du selbst, ja, und das ist jetzt nicht arrogant gemeint, sondern einfach, dass man sich selbst als Asset auch pflegen sollte und ob das jetzt eben Sauna ist oder was du da mal alles angeregt hast, ja, finde ich toll, ja, dass man einfach auch weiß, es gibt noch nicht nur beruflich Profi und privat Amateur, sondern man
man muss halt wirklich auch dafür was tun. Kann ich nur unterstützen, finde ich sehr gut. Aber damit Sie jetzt nicht meinen, Sie haben den Esoterik-Kanal eingeschaltet, ja, zurück zum Thema. Ja. Ich würde mal gerne was zum Thema Mitarbeiterführung noch mit dir besprechen, Andreas. Und zwar haben wir ja alle 2 Jahre jetzt eine sehr spezielle Situation erlebt. Kommunikationsweg war eigentlich nur noch digital. Man hat sich nicht mehr gesehen. Homeoffice wurde Pflicht. Und jetzt wird es ja mittlerweile alles wieder ein bisschen gelockert. Und ich kann es bei uns aus dem Unternehmen zum Beispiel erklären, naja, bleibt man jetzt im Homeoffice? Der eine oder andere ist froh, dass er wieder rauskommt. Der andere hat sich verliebt ins Homeoffice und möchte lieber bleiben. Ja. Also als Führungskraft nicht so ganz einfach, wieder sozusagen ins New Normal zu kommen. Und da vielleicht einfach auch mal die Frage an dich, was hast du da für Ratschläge aus dieser digitalen Isolation jetzt wieder in eine normale Welt zurückzukommen? Bin sehr gespannt, was du dem Unternehmer raten würdest. Also, ich kann sagen, ich weiß jetzt, dass Teams eine App ist. Ja, oder? Ich hatte immer gedacht, Team, das ist irgendwie eine Gruppe von 5 bis 7 Personen. Nein, Spaß beiseite. Was wir gelernt haben, ist, wir haben gelernt, in dieser Lockdown-Zeit mit Teams zu arbeiten. Slack löschen, WhatsApp für die Gruppe löschen, Kommunikation neu regeln. Das sind Erkenntnisse, die hatte ich vor 2,5 Jahren nicht. Und wenn wir jetzt, du sprichst vom neuen Normal, ich sage häufig, ist das New Unnormal, weil die Dinge, die kommen, ja nicht vergleichbar sind mit denen, die wir vor Corona hatten. Ich glaube, dass auch hier die Welt hybrid bleiben wird. Ich gebe mal eine konkrete Zahl aus dem Silicon Valley. Ich bin hier in einigen Unternehmen dort direkt in den Newslettern angemeldet, seit meinem Besuch vor knapp 3 Jahren dort. Die haben ja auch eine Lockdown-Zeit hinter sich und haben festgestellt, dass in dieser 100% Lockdown-Zeit die Produktivität der Mitarbeiter über alle Branchen, über alle Alters- und Gendergruppen im Durchschnitt 20% nachlässt. Das Interessante ist, in dieser Zeit ein Gerät, der sogenannte Mouse-Jiggler, am häufigsten gekauft wurde bei Amazon. Gibt's auch, ich weiß nicht, tausende von Produktbewertungen, was ein Mouse-Jiggler, ich wusste das gar nicht, da nimmst du einen USB-Stick, steckst den in den Rechner und der Stick sozusagen, der macht dann, also der gibt dem, der Zugriff auf deinen Rechner hat, das Gefühl, dass deine Maus sich bewegt. Das bedeutet, du könntest glauben, da arbeitet jemand. Und währenddessen haben die Leute ihre Hunde spazieren geführt. Mit anderen Worten, haben irgendwie Nischen aufgebaut. Und mir kann das keiner weismachen, dass jemand, wenn da nicht gearbeitet wird, wenn nicht geübt wird, dass jemand dann besser wird und effizienter würde. Das ist ja wie im Sport. Ein Sportler, der nicht trainiert, da springt doch der Ball vom Fuß, oder? Und ich kann doch nicht sagen, ja, jetzt bin ich Meister geworden. Hier stelle ich das Training ein. Mit anderen Worten, es braucht regelmäßige Wiederholungen. Und damit diese Wiederholungen dann dazu führen, dass das Verhalten ein Stück gelerntes Verhalten ist, über das ich eben nicht mehr nachdenken muss. Und wir werden eine Welt haben, das sehen wir jetzt ja auch, die hybrid ist. Ich hatte es eben bezogen auf den Verkauf gesagt. Bezogen auf die Führung ist das Digital Leadership. Und das ist nichts anderes, als mit Hilfe der Technologie zu führen. Und es geht dann um das Finden der Antwort auf die Frage, wie viele Homeoffice-Tage sind für mein Unternehmen gesund? Wenn ich mir Vodafone anschaue oder Henkel, um mal 2 Düsseldorfer Unternehmen zu nennen, wo ich das auch von innen kenne, die haben teilweise in der Corona-Zeit ihre Leute 1,5 Jahre nicht gesehen. 18 Monate kein Kontakt zu deiner Mannschaft, kein persönlicher. Da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist alles andere als effizient. Da bauen die Menschen Nischen auf, sind aus dem Training raus. Es muss eine Form des hybriden Arbeitens geben. Und da gibt es Unternehmen, die sagen, Homeoffice einverstanden, 1 bis 2 Tage die Woche auch einverstanden. Was wir nicht wollen, ist beispielsweise, dass der Montag und der Freitag zum Homeoffice-Tag gemacht wird, weil wir eben keine Verlängerung des Wochenendes wollen. Wieder andere sagen genau das Gegenteil. Die sagen, wir möchten einfach, dass es den Mitarbeitern gut geht. Die sollen ja an dem Montag oder an dem Freitag dranhängen, um ein langes Wochenende zu haben, damit dann die anderen 4 Tage wirklich auch Gas gegeben werden kann. Also, Dosis Sola, Fazit Venenum. Allein die Dosis ist das Gift. Ich glaube, dass Homeoffice bleibt, das Führen auf Distanz bleibt, dass Teams gekommen ist, um zu bleiben und dass es für uns alle um die Antwort auf die Frage geht, welche Dosierung ist gesund? 100% Homeoffice kann es nicht sein. 100% kein Homeoffice. Präsenz ist, glaube ich, ein Stück anachronistisch. Also braucht es irgendwie ein gesundes Maß.
Und das herauszufinden, ist häufig eine Frage der Praxisanalyse in Unternehmen, Frage der Führungsverantwortung, auch ein bisschen eine Typfrage. Wenn ich mir vorstelle, meine Frau ist Steuerberaterin zum Beispiel, die kann sich ja mit mehr Homeoffice zurechtkommen, weil sie eh schon immer sehr konzentriert und eher am Schreibtisch arbeitet, während vielleicht Vertriebler, Marketing-Experten, Kreativabteilung den Austausch mit den Menschen häufiger brauchen. Die kommen vielleicht freiwillig gerne in die Büros. Also da finde ich, das muss neu sortiert werden. Und dann finde deinen Weg, indem du zum Beispiel für die nächsten 6 Monate entscheidest oder für die nächsten 12, wie gearbeitet wird. Und da muss man dann nochmal nachjustieren. Passt das so oder haben wir vielleicht im Rahmen eines Etappenmeetings eine andere Entscheidung, die wir neu denken und neu überprüfen? Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt waren wir so ein bisschen bei Eigenmotivation. Wir sind so ein bisschen über die Mitarbeitermotivation geschwenkt. Kommen wir jetzt mal vielleicht zum Herzstück der Kundenmotivation. Denn letztendlich leben wir ja alle vom Kunden. Ja, und am Ende muss die Unterschrift unter den Vertrag. Das ist ja, sag ich mal, die größte Kunst. Und da ist für mich einfach jetzt mal so ein bisschen festzustellen, der Kunde hat uns ja 2 Jahre lang wie auf so einer Welle getragen. Ja, das dürfen wir Finanzdienstleister ja wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich glaube, wir waren ja eher so ein bisschen Corona-Gewinner. Ja, die Kunden hatten Langeweile, haben sich um ihre Finanzen gekümmert und uns ging es gut. Und jetzt lockert sich Corona, es gibt tausende von Ablenkungen für die Kunden. Wir haben direkt die nächste Krise bekommen. Die Kunden werden erschlagen mit negativen Nachrichten. Im Augenblick ist ja nicht nur Ukraine, es sind ja die Preiserhöhungen, ja, die gerissenen Lieferketten und so weiter und so fort. Man hat den Eindruck, jetzt gibt es gerade Liebesentzug. Ja, also der Kunde macht gerade im Augenblick nichts, er verschwindet eher in der Versenkung. Und da ist so ein bisschen meine Frage, was hast du vielleicht für Ideen, Andreas, was Pfiffiges, wie wir den Kunden wieder nach vorne locken können? Oder ganz provokant mal gefragt, vielleicht ist ja sogar jetzt im Augenblick Angstverkauf angesagt, ja, wo der Kunde vielleicht die ein oder andere Bedenken hat, das ausnutzen und eventuell dort vielleicht die ein oder andere Absicherung für den Kunden vornehmen, die er sonst nicht tun würde, weil er keinen Leidensdruck gehabt hat. Bin sehr gespannt, wie du das einschätzt. Danke für die Steilvorlage. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist in der Corona-Zeit die Sparquote in Deutschland von 11% auf 15% gestiegen. Also netto um 4% oder in Relation um knapp 40%, wenn ich das richtig überschlage. Und das hat eben dazu geführt, dass manche eben durch erhöhte Sparquoten dann auch die Gelder eingesammelt haben. Vielleicht, weil die Kunden Langeweile hatten, Dirk, wie du es gesagt hast, vielleicht aber auch, weil sie gesagt haben, es wird höchste Zeit, dass ich mal an meinem System arbeite und mal gucke, ob meine Altersvorsorge passt, ob das irgendwie in der richtigen Relation ist. Ich darf mich outen und sagen, ich habe zum Beispiel auch so Themen wie Vorsorge, Vollmacht und so weiter, alles mal geregelt. Gibt es ja Plattformen, über die du das machen kannst, Testament überprüft und so ein paar Sachen einfach revisioniert. Weil die Zeit dafür da war. So, was wir haben jetzt eine andere Form des Lebens. Ja, wir haben mehr Ablenkung. Es gibt Jazzfestivals, es gibt Gourmetfeste, es gibt Kirmes, es gibt Sommer und so weiter. Und da ist mein Hinweis, es gibt vielleicht auch Börsen, die nicht gut laufen. Ich sehe es in meinem eigenen Depot, dass minus 30 steht im Durchschnitt. Und jetzt kenne ich das ja von 2001, ich kenne das von 85, ich habe ein paar Mal mittendrin gelegen, wenn wir also so eine, sagen wir mal, Bereinigungssituation haben. Und was ich mir da gewünscht hätte von meinem Berater, wäre, dass er da ist. Ja, nur die Berater sind dann nicht da. Wenn du die versuchst zu erreichen, sind die zu Tisch oder auf dem Jakobsweg oder im Meeting oder sie melden sich. Also mein Tipp wäre Reziprozität nach vorne. Wie wäre es mit einem Kuschelcall jetzt? Nimm dir deine wichtigsten Kunden, ruf die an, frag, wie es denen geht. Melde dich von dir aus. Mach etwas, womit keiner rechnet. Rühr dich. Mach eine Telefonaktion. Wir haben Bücher verschickt als Sommeraktion 2020. Wir haben eine Herbstaktion 2011. Wir haben eine Osteraktion 2022 gemacht. Immer jeweils andere Themen, um uns bei unseren Kunden zu zeigen, um zu zeigen, dass wir da sind, um uns in Erinnerung zu rufen. Ich zahle also etwas in die Beziehung ein.
Und zwar absichtslos, nicht mit der Absicht, was zu verkaufen, sondern mit der Absicht, einfach zuzuhören. Das könnte eine konkrete Idee sein. Mein Juwelier macht es vor, der hat letztes Jahr Ostern einen Brief geschickt an alle seine Kunden und hat gesagt, in diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten und ich wünsche dir alles Gute. Und dein Juwelier ist ein bisschen, sag mal, hochtrabend, ist ein guter Freund, der ein angesagtes Juweliergeschäft hier in der Stadt hat und schickte mir halt zu Ostern eine Kerze, denn Ostern sei ein Fest des Lichtes. Sowas, finde ich, bleibt in Erinnerung. Und vielleicht ist das eine ganz konkrete Idee, was du machen kannst. Und manchmal ergibt sich das, dass Kunden sagen, gut, Andreas, dass du anrufst. Ich habe sowieso gerade darüber nachgedacht, komm mal das. Und dann rufe ich halt ein paar Tage später wieder an und gehe auf diese Themen ein. Ich glaube, Präsenz ist etwas, was in jedem Fall eine wichtige Größe ist, sich zu zeigen. Und dann, du hast die zweite Frage nach dem Angstthema gestellt. Ich sage, es gibt bei Kunden ja nur Frust- und Lustmotive, sehr stark vereinfacht. Frustmotive sind Verbesserungen von Missständen, die da sind. Also man will irgendeinen Mangel ausgleichen. Und Lustmotive sind, ich habe irgendwas, was ich mir verspreche. Und vielleicht spreche ich mit dem Kunden mal darüber, was ihn im Moment aktuell stört, welche Themen auf seinem Zettel stehen, was auf seiner To-Do-Liste ist, vielleicht welche Wünsche er hat. Ich kann die Frage nach dem Frustmotiv und nach dem Lustmotiv hier offen am Telefon stellen, je nachdem, oder ein per Zoom-Call stellen, je nachdem, wie gut meine Verbindung ist. Und wenn ich im Gespräch bin, ergeben sich, denke ich, weitere Chancen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Andreas, ob du dir jetzt nicht mit den -30% ein Eigentor geschossen hast und jetzt eine Horde von Beratern auf dich zuläuft und sagt, das hätte ich besser hingekriegt, ja. Aber da musst du jetzt mit leben. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Zockerseele bist. Sehr schön. Kommt mir von der Risikoneigung sehr entgegen. Auch da haben wir wieder sozusagen Parallelen. Ich würde gerne jetzt mal so ein bisschen auf die moralische Ebene gehen, ja. Und zwar, mit der moralischen Ebene meine ich Folgendes. Wir haben ja im Augenblick viele Veränderungen so in unserer Branche, diese Riesenhilfeleistung Richtung Ukraine. Wir haben einen sehr starken Drift Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Geschlechtergleichheit und eben vor allen Dingen auch mittlerweile Kostenfairness. Ja? Also früher durfte es gar nicht teuer genug sein, etwas zu verkaufen, damit man viel Provision generiert. Heute darf es gar nicht mehr billig genug sein, damit man halt ein Honorar nehmen kann. Also da verändert sich ja moralisch, finde ich, enorm etwas. Und wir hatten ja immer in der Finanzdienstleistungsbranche einen relativ schlechten Ruf. Und vielleicht auch nicht ganz so unrecht. Und deshalb meine Frage an dich, tut sich da was? Kriegen wir eine neue Ebene von Unternehmern dort, eine neue Generation vielleicht auch, die halt ein ganz anderes Wertesystem hat? Wie nimmst du das wahr, Andreas? Klares Ja, das vorab, da ändert sich enorm viel. Lass uns noch mal Mitte der 80er Jahre gucken. Ich bin ja schon lange im Geschäft, ich glaube du auch. Und ich kenne Norbert Blüm noch, als er damals die Plakate klebte, denn eins ist sicher die Rente. Wir haben das geglaubt. Das heißt, wir haben es nicht geglaubt, weil wir ja wussten, das kann schon mathematisch nicht aufgehen. Nur war das eben nicht populär, über das Rentensystem zu sprechen, weil die Politik ja immer nur in Anführungsstrichen in Legislaturperioden denkt und es eben um die Wiederwahl geht. Mit anderen Worten, so etwas wäre heute nicht mehr möglich. Halten wir drei Dinge fest. Erstens, es gibt kaum noch Geheimwissen. Was ich heute recherchieren will, kann ich recherchieren. Einverstanden? Ich frage mal Google. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendeine Information finde. Oder ich habe mein Netzwerk, das ich fragen kann. Das heißt, eine solche Aussage, denn eins ist sicher, die Rente würde heute dem Norbert Blüm komplett um die Ohren fliegen. Wenn es kein Geheimwissen mehr gibt, können wir zweitens sagen, Entscheidungswege laufen hybrid. 9 von 10 Entscheidungen, die heute getroffen werden, sind sogenannte hybride Entscheidungen. Online recherchieren, offline kaufen und umgekehrt. Beide Welten verschmelzen. Und wenn wir davon ausgehen, dass ich heute als Kunde eher selbst der Experte bin oder nahezu der Experte sein kann in fast allem, ja, was ich heute wissen will, dann kann sich ein Verkäufer mit einem profanen Viertelwissen nicht verstecken. Die werden einfach geoutet und die werden auch aussortiert. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich kann eben nicht glauben, in der Technik von gestern morgen vorne dabei zu sein. Das hat noch nie funktioniert. Und das bedeutet in der Conclusio,
dass wir in der Verantwortung sind, auf Augenhöhe zu berichten und auf Augenhöhe zu beraten. Ein guter Verkäufer ist der, der anderen am besten dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung kann dann bei dem sogenannten elaborierten, erwachsenen Kunden eine Entscheidung gegen dich sein. Warum gegen dich? Weil der Kunde woanders kaufen kann. Warum? Ja, weil er es kann. Und das ging eben vor 20 Jahren nicht. Heute ist das möglich. Ich glaube also, dass wir in der Beraterschaft und in der Profischaft der Finanzdienstleister ein Stück erwachsener agieren müssen. Gerade wenn es darum geht, junge Leute von diesen Thematiken zu überzeugen. Das ist ja kein Kundenmarkt, sondern es bleibt ein Verkäufermarkt, weil wir um Kunden kämpfen müssen. Ich habe noch nicht erlebt, dass sich ein Kunde von selber meldet, fremd, und sagt, Mensch, ich muss das Thema Altersvorsorge mal endlich klären. Das ist ja, denke ich, auch bei dir eher die Ausnahme. Also müssen wir als Berater und als Profis entsprechend versiert auftreten. Nachhaltigkeit ist ein Gamechanger, ganz sicher. Das Thema Demografie ist ein Gamechanger, auch ganz sicher. Wir wissen, Alterslastenquotient geht negativ aus zu Lasten der Rentnergeneration von morgen. Lebenserwartung ist gestiegen. Kinder, die heute geboren werden, haben die Chance, 90 Jahre alt zu werden. Dann kann so ein Umlagesystem wie von Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts entschieden nicht mehr dauerhaft funktionieren. Wir müssen am System Dinge verändern. Vielleicht auch darüber nachdenken, dass manche Berufsgruppen nicht mehr verbeamtet werden. Jetzt steigen wir schon sehr im System ein, bei den Lehrern. Und mal zu überlegen, wie kann ich vielleicht da eher eine Leistungsorientierung schaffen? Eine Orientierung, die auch auf der Basis von Feedback funktioniert, wie es in der freien Wirtschaft zwischen Berater zum Beispiel und Kunde eben heute auch der Fall ist. Also ich glaube, dass die Verantwortung nach vorne gehört, dass Nachhaltigkeit nach vorne gehört, dass wir eben als Berater, als Profis auf Augenhöhe mit dem Wissensstand des Kunden sein müssen, mindestens. Vielleicht sind wir ein Tick besser informiert, wäre wünschenswert. Alles, was sagen wir mal, dramatisch unterkomplex ist, wird entlarvt und hat keine Chance. Super, dann kenne ich da jetzt auch deine Einstellung zu. Vielen Dank. Vielleicht nochmal zwischendurch was Persönliches. Ich bin neulich auf LinkedIn drüber gestolpert, dass du eine vehemente Empfehlung fürs Golfspiel gegeben hast. Und da ich dich ja noch als Ausdauersportler kenne, Marathon, Mount Everest, ich weiß nicht, ob du auch mal Triathlon gemacht hast und so weiter, sehr hochklassig Fußball gespielt und, ja, war ich komplett überrascht und habe gedacht, so, wird der Andreas jetzt tatsächlich auch mal alt, ja, oder was steckt dahinter? Ja? Weil du es halt sehr stark auch mit dem Business verbunden hast und einfach gesagt hast, das bringt dir sehr viel für den Beruf. Ja? Deshalb vielleicht einfach für die Kollegen mal, was kannst du vom Golfspiel lernen und übernehmen fürs Business? Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch eine Empfehlung. Das war ja bisher wirklich ein ganz nettes Gespräch. Jetzt wird meine Laune schlagartig schlechter. Ja, ich weiß nicht, also ich will mich da wirklich kurz fassen. Das ist ja mehr eine zufällige Kiste gewesen. Ich habe früher Fußball gespielt und bin Skilehrer und fahre gern Ski und Marathon und so. Also alles irgendwie, was mit Schweißausbruch zu tun hat. Und die Kumpels, mit denen ich das gemacht habe, die haben irgendwann künstliche Hüften gekriegt und Schultern und hatten alles mögliche an Sportverletzungen und haben dann gesagt, wir müssen umdenken. Und die waren dann schon vor ein paar Jahren auf der Wiese und haben dann gesagt, Andreas, wenn du uns treffen willst, musst du eine Platzreife machen. Und ich habe dann überlegt, was kann ich für meine Familie tun? Meine Frau ist Reiterin, ich wie gesagt Fußballer, mein großer Sohn war Tennisspieler damals, der Kleine hat Basketball gespielt, wir hatten nichts, was wir gemeinsam machen konnten. Und also haben wir überlegt, wie wäre es, wenn wir als Familie etwas tun, wo wir gemeinsam anfangen. Und also, ich hatte im Hinterkopf meine Kumpels, die ich treffen wollte auf der Wiese, habe ich das meiner Familie erklärt, fanden die auch ganz okay, können wir ja mal probieren. Und so haben wir die Platzreife gemeinsam gemacht. Das führt dann dazu, dass ich bis heute auch mit allen aus der Familie spielen kann, weil die das natürlich gelernt haben. Wenn die Kinder jung sind, dann haben die auch eine bessere Bewegung als wir Älteren. Und ja, also das Spiel ist ein Thema für sich. Es wäre mal, sagen wir mal, ein extra Podcast, ein extra Gespräch wert. Ich habe ein Buch dazu veröffentlicht, weil einer meiner Trainer, einer Business-Trainer bei uns in der Akademie, Golf-Weltmeister, Linkshand-Weltmeister und Bundesligaspieler ist. Und habe ich gesagt, Mensch, du bist Golfer, ich spiele auch Golf und ich habe einen Verlag, lass uns doch ein Buch machen. Goal in One ist dieses Buch. Und das ist eins der besten Produkte, was wir je veröffentlicht haben. Scheint auch viele Menschen zu geben, die sie mit Golf auseinandersetzen. So, was ich spannend daran finde, ist, dass es hier beim Golfen, das ist im Moment das, was ich gelernt habe,
eine negative Korrelation geben kann zwischen du übst viel und wirst dramatisch schlechter. Ja, das ist ja in keinem anderen Sport, also wenn du für Marathon übst, dann ist die Kondition da, die ist ja nicht morgen weg. Wer viel Fußball trainiert, der wird eben dann eine gute Form haben und die Form bleibt dann vielleicht ein paar Wochen. Nur beim Golf kann es dir passieren, dass du viel übst und viel trainierst und extrem viel schlechter wirst. Das ist dann schlechte Laune, ja. Also da frag mich nochmal, wo sozusagen der Sinn ist. Ich habe im Moment für mich entschieden, dass Golf zu tun hat mit Meditation, Rückzug, Rechargen, klar werden, wieder angreifen können. Jede Rennmaschine braucht Cooldown-Phasen, sagt mein Freund Frank Scheelen immer. Der Rennfahrer ist Unternehmer und Rennfahrer ist und der sich mal in seine Hütte nach Tirol zurückzieht und da mal eine Woche nichts macht und so ähnlich. Und in dieser Kategorie würde ich Golf für mich einsortieren. Mehr ist es nicht. Dafür bin ich einfach viel zu schlecht. Allerdings werde ich dranbleiben und werde vielleicht nächstes Jahr habe ich eine andere Antwort. Mal gucken. Ich bleibe hier auch lernen dann. Ja, sehr schön. Also ich glaube, das brauchen wir alle, diese Cooldown-Phasen. Und ich kann das Buch tatsächlich empfehlen. Ich habe es gelesen und ich habe einen Satz mitgenommen, der ist für so einen Ehrgeizling wie für mich extrem wichtig. Wenn du einen schlechten Schlag gemacht hast, muss der 50 Meter weiter vergessen sein. Und das versuche ich wirklich zu beherzigen, weil es gibt sehr viele schlechte Schläge. Aber bleiben wir mal bei der Natur. Ja, du hast vorhin schon mal das Thema ESG gestreift, Nachhaltigkeit. Und da möchte ich kurz mal drauf zu sprechen kommen, weil da kommt ja einiges auf uns zu, eine Riesenwelle, gerade in der Finanzdienstleistung. Ab August kommt es ja zum Schwur zwischen den Kunden und den Beratern. Da muss ja angekreuzt werden im Beratungsgespräch, in der Geeignetheitsprüfung. Will der Kunde nachhaltig oder will er es nicht? Gerade heute kam eine sehr spannende Studie von der Union heraus, der Fondsgesellschaft der Raiffeisenbanken. Und da haben die Kunden gesagt, 2/3 finden Nachhaltigkeit toll, aber 10% haben überhaupt nur gewusst, dass sie ihre Geldanlage irgendwie nachhaltig ausrichten können. Ja. Als man es ihnen dann erklärt hat, waren aber 50% davon ganz begeistert und wollten das auch gerne umgesetzt haben. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, Frage an dich, wie hoch setzt du das Thema an? Glaubst du, dass das in der Beratung einen Riesenumbruch bringen wird? Glaubst du, es ist einfach ein Trendthema, was wieder verschwinden wird? Ja? Was würdest du einem Berater empfehlen, wie soll er sich ausrichten zu dem Thema? Ja, das Thema ESG ist eins, das auf den Plan kommt. Ich kenne keinen, der nicht enkeltauglich agieren will. Oder hast du was gegen deine Kinder, gegen deine Enkel? Keiner. Ja, also Enkeltauglichkeit, Nachhaltigkeit, das E steht ja für Environment oder für Umwelt. Da kenne ich niemanden, der dagegen sein wird. Wir werden in 15 Jahren knapp 10 Milliarden Menschen, nein, 25 Jahren knapp 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein, die alle irgendwie leben müssen, die essen müssen, die atmen müssen. Und das ist vollkommen klar. Stichwort Klima und Erwärmung von 1,5 respektive 2 Grad. Da ist, denke ich, jeder gefordert. Da kommen wir aus der Nummer nicht raus, kann ich sagen, das haben wir nicht gesehen. Das S steht für Social. Da geht es zum Beispiel um so Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, auch Diversity. Die Themen werden kommen. Wir sehen das ja. Diversity ist ein Thema in fast jedem Unternehmen. Auch das Gender-Thema wird ein Thema sein. Arbeitssicherheit sowieso. Gerade von dem Hintergrund hybride Wege. Es ist nicht alles Office. Manches ist im Homeoffice sein. Da muss Arbeit neu gedacht werden. Also klares Ja. Und für Governance, das G, Governance ist, glaube ich, das Thema Führung und Verantwortung in der Führung, gelebte Werte gemeint. Da glaube ich schon, dass mal angenommen, du hast ein eigenes Maklerunternehmen, junge Bewerber sich die Frage stellen, welche Zukunft hat das Unternehmen? Na, also nicht du als Makler und als Arbeitgeber stellst die Frage in Richtung Bewerber, wie haben sich ihre Zukunft so vorgestellt, sondern die Bewerber werden die Fragen in Richtung Unternehmen stellen, welche Zukunftschancen geben sie ihrem Unternehmen. Das ist ein klassischer Bewerbermarkt geworden. Demografie lässt auch hier grüßen. Im Moment suchen alle Unternehmen alles in der Zusammenfassung. Und die jungen Leute zwischen 25 und 35, die können sich aussuchen, wie lange sie in welchem Unternehmen und auch für welches Projekt arbeiten wollen. Da haben wir so etwas wie Projektleitermentalität schlägt Arbeitnehmermentalität. Also es ist nicht einmal Patriarch, immer Patriarch oder einmal Buhr und Team, immer Buhr und Team, sondern es geht eher um die Antwort auf die Frage, was kann ich die nächsten 3 Jahre ganz konkret in den Projekt
mich einbringen. Angenommen Social Media oder die Internetphilosophie oder Suchmaschinenoptimierung oder Performance Marketing, das wirklich zu etablieren, und dann gehe ich halt woanders hin. Und vielleicht brauche ich auch, junge Leute brauchen ja öfter mal eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Die müssen regelmäßig runterkommen. Manchmal müssen die runterkommen vom Runterkommen, habe ich so den Eindruck. Wie wäre es, denke ich manchmal, wie wenn wir mal gemeinsam hochkämen. Aber das ist eine andere Diskussion. Du hast gefragt, lieber Dirk, ob das Thema ein Thema ist. Ich sage klares Ja. Auch hier haben wir eine elaborierte, wir haben eine erwachsen gewordene Gesellschaft und damit auch erwachsen gewordene Kunden. Und wer diese Themen ESG nicht bedient, der wird mit Sicherheit weniger Geschäft machen. Ja, wollen wir mal schauen, wie sich das ab August entwickelt, weil dann wird es ja ernst, ja. Und ich teile da deine Meinung. Ich denke halt auch, dass man am Thema ESG nicht dran vorbeikommen wird, aber der Gesetzgeber macht es uns allen halt gerade nicht sehr einfach, ja. Also er sorgt eher für Konfusion und mittlerweile bei vielen Beratern eher für, ja, ich weiß nicht, für Depression, hätte ich fast gesagt. Ja, also insofern hoffen wir, dass da noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sich auftut. Ich würde gerne nochmal über den Gesamtmarkt mit dir reden, ja. Für die Zuhörer, die Andreas nicht so gut kennen, muss man wissen, er ist grundsätzlich Kind eines Strukturvertriebs vor vielen, vielen Jahren. Ich hätte es fast gesagt, in einem anderen Leben. Ja, hat Strukturen geführt mit Hunderten von Mitarbeitern und Tausenden von Kunden, ja, und mit Millionen von Verträgen. Und er weiß also wirklich, wovon er spricht. Und jetzt hat der Markt sich aber ja brutal verändert. Ja, also wir haben heute ja wirklich eine enorme Regulatorik. Kostentransparenz haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, die Banken ziehen sich zurück. Technologie an allen Orten, ob Finanzapps, ob Robo-Advisor. Ja. Also es ist wirklich nicht so ganz einfach geworden, heute im Finanzdienstleistungsbereich zu sein. Und mich würde mal interessieren, mit deiner Erfahrung, die du hast und mit deiner Markteinschätzung von heute, Andreas, ja, wenn du jetzt neu in den Markt kommen würdest, wie würdest du einsteigen, wie würdest du anfangen, was wäre vielleicht deine Nische, wo wäre dein Fokus? Das würde ich einfach gerne mal hören. Also zunächst mal, um das aufzuklären, das stimmt, ich brauchte das Geld. Ich war Anfang 20 BWL-Student und hatte keine Möglichkeit, mein Studium zu finanzieren. Also brauchte ich Einnahmen und es gab drei Jobs. Die zwei, die ich nicht angenommen habe, will ich hier nicht näher ausführen. Einen habe ich dann angenommen und habe einen der großen Vertriebe tatsächlich von den Kindesbeinen auf mit angebaut. Ich bin sehr dankbar dafür und bin auch klarer Bekenner. Da gab es eine ganze Menge Dinge, die ich lernen durfte, von der Terminierung bis hin zum Verkaufsgespräch, im Verkaufskreislauf, Empfehlungen. Es waren am Ende dann 280.000 Kunden und 3 Milliarden Geschäft, bis ich dann 2005 verkauft habe, weil ich einfach nach 25 Jahren für mich kein Potenzial mehr gesehen habe. Weil ich auch alles erreicht hatte. Ich wollte einfach an der Stelle nicht mehr weitermachen und hatte mich mit anderen Dingen beschäftigt und wollte meinem Leben nochmal einen neuen Kick geben. Und deswegen kennst du mich seit 2005 als Trainer, vorzugsweise in der Branche, also 39 Jahre. Ich kann eins vorweg sagen, ich würde heute wieder in der Branche einsteigen. Ganz klares Ja. Warum? Weil Demografie der Schrittmacher des Erfolges ist. Wir haben es heute schon zweimal gesagt, Demografie ist ein Gamechanger. Lebenserwartung steigt, Alterslastenquotient geht zu Ungunsten der Rentner. Ein Arbeitnehmer wird auf einen Rentner kommen. Die ganze Altersvorsorge-Situation in Deutschland wird auf gesetzlicher Basis dauerhaft so nicht funktionieren können. Ist ja schon über Jahre bezuschusst worden. Heißt mit anderen Worten, hier braucht es klare Profis, Menschen, die aufklären, Menschen dabei helfen, eine andere Vorstellung von dem zu bekommen, was sie ursprünglich gedacht haben. Ich kann sagen, ich bin heute schon Kunde. Ich bekomme schon Rentenbezüge aus Verträgen. Ich habe Einmalzahlungen zurückbekommen. Ich bin zwar im Moment mit meiner Performance bei -30%, allerdings nur in einem Depot. Da bin ich ein bisschen sehr, sagen wir mal, auf Risk. Ich habe auf der anderen Seite eine Vermögensverwaltung, die ist bei -8%. Das ist, denke ich, ganz okay. Aber die -30 ist der Zock, den ich gegen meinen Banker habe. Ich glaube, in der heutigen Zeit, und wenn heute nochmal die Entscheidung fallen würde, mich da zu engagieren, geht es um drei Dinge. Und die möchte ich dir gerne mitgeben. Erstens, ich glaube, Kompetenz
und Substanz ist in der heutigen Zeit alternativlos. Du kannst heute nicht als Nebenberufler irgendwas dahin fummeln. Wenn ich mir überlege, wie ich mich da zurecht geirrt habe, die ersten 2-3 Jahre, das wäre heute nicht mehr verantwortbar, ging auch gar nicht, weil eben heute kein Geheimwissen mehr da ist. Also wir brauchen Substanz, wir brauchen Kompetenz. Wisse alles über deinen Beruf, was du wissen kannst. Schaff dir das drauf. Mach aus Fähigkeiten Fertigkeiten, wäre mein erster Rat. Substanz und Kompetenz ist alternativlos. Zweitens, finde eine Idee, wie du das, was du kannst, was du an Kompetenz und Substanz hast, eine Relevanz hat für die, mit denen du dich unterhältst. Also wie kriegst du das, was du weißt, rüber an Kunden, an vielleicht Vertriebspartner, Kollegen, die wiederum mit Kunden reden? Hier gilt für mich nach wie vor die alte jesuitische Weisheit, die ich lernen durfte und die lautet, alles, was du sagst, muss wahr sein, doch nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Es gibt ja Berater, die müssen alles, was sie an Wissen angehäuft haben, ihrem Kunden anbieten. Der Kunde soll aber nicht aufgeschlaut und ausgebildet werden, sondern der Kunde muss die Informationen haben, die jetzt für ihn eine Relevanz besitzen, damit er eine Entscheidung treffen kann. Einverstanden? Und natürlich, das, was ich sage, muss stimmen, muss Substanz haben, muss eine Kompetenz haben. Das ist Punkt 1 abgehakt. Das muss alles passen. Das darf nicht irgendwie, sagen wir mal, wackeln inhaltlich. Die Relevanz ist der zweite Punkt. Wenn Kunden mit einem Gespräch, das du als Profi mit ihnen führst, hinterher eine andere Vorstellung haben von, ich muss Komposit meinen Besitz versichern beispielsweise, meine Altersvorsorge regeln, muss mich um meine Investments kümmern, brauche eine Idee, wie mein Geld für mich arbeitet, muss das vielleicht auch bei einem Profi haben, der sich um die Dinge, Stichwort Corona und Ukraine, kümmert und der dann mit mir auch Fragen diskutiert, wie sollen wir Rheinmetall kaufen, ja oder nein, das ist ja auch eine moralische Frage, will ich mich durch die Aufträge, die Rheinmetall durch den Staat bekommen, Stichwort Ukraine, mit dem Aktienkurs bereichern, meine Kinder haben sich beide gegen Rheinmetall entschieden, ich hatte die Frage gar nicht auf dem Plan. Also da sage ich doch, da habe ich doch lieber die Frage auf dem Plan und sage, Mensch, Rheinmetall, spannendes Thema, kann das diskutieren. Meine Kinder waren da weiter, die haben das diskutiert und haben das für sich ausgeschlossen, weil sie Krieg nicht supporten wollen. Ich hätte wahrscheinlich anders entschieden, weil ich sage, du kannst es ja eh nicht aufhalten. Und wenn die Steigerung meines Depotwertes mein Thema ist, dann wäre ich an der Stelle wahrscheinlich egoistisch und würde sagen, klar, ich würde in Rheinmetall investiert haben. Nur ich habe nicht investiert, weil ich die Frage gar nicht kannte. Was ich denn damit sagen will, ist, ich habe die Relevanz nicht erkannt und hier ja, wäre der Advice an die Berater, hilft deinem Kunden, die Relevanz zu erkennen der Themen. Und der dritte Punkt, der heute wichtig ist und der für die Finanzdienstleistungsbranche enorm gilt, auf der Basis der Erkenntnis, dass wir keine Geheimwissenssituation haben, dass es keinen Winkel mehr gibt, der nicht beleuchtet ist, brauchst du drittens Inszenierung. Ich muss eine Idee haben, wie ich eine Präsenz habe, wie ich da bin, wie ich in dem Kundenkopf mich etabliere. Habe ich eine gute Webseite, die Leads generiert? Ja, bin ich beim Social Media vertreten, bei LinkedIn vielleicht? Wenn du B2B-Geschäft machst, bist du bei Insta, bei Facebook vertreten? Du könntest dir die Frage stellen, wie möchtest du dort gesehen werden? Wie willst du dich dort einbringen? Wie Zeit kannst und willst du investieren? Hast du ein Performance-Marketing, ein E-Mail-Marketing? Ja, hast du Suchmaschinenoptimierung, hast du Affiliates, bist du in der Lage, sichtbar zu sein? Wie inszenierst du dich mit deiner Kompetenz? Ich glaube, ich habe das Podcast-Interview gestern dazu mit einem der erfolgreichsten Start-Upper in der Weiterbildungsbranche noch in Erinnerung. Dem habe ich die Frage gestellt, sag mal Alex, ist Präsenz und Sichtbarkeit in der heutigen Zeit ein K.O.-Kriterium? Da sagt er zu mir, ich verstehe die Frage gar nicht. Meinst du die rhetorisch? Natürlich muss ich heute präsent sein. Ich muss mich inszenieren, denn wenn ich nicht präsent bin, finde ich nicht statt. Leute, die im Internet nicht gefunden. Ich hatte jetzt letztens erst, vielleicht darf ich das noch sagen, in einem Trainingsdiskussion, ja, muss ich jetzt ein LinkedIn-Profil haben? Was soll ich mich denn darum auch noch kümmern? Da habe ich gesagt, wenn Sie bei LinkedIn nicht präsent sind, sind Sie für den Kunden nicht existent. Der guckt sich LinkedIn an. Wenn Sie da nicht sind, gibt's Sie nicht.
können sich das erlauben, dass Kunden glauben, sie existieren gar nicht, sie sind vielleicht ein Fake oder sowas. Ja, so martialisch hätte er das gar nicht gesehen. Ich sage, du musst das aber so sehen. Vielleicht brauchst du keinen Podcast und keinen YouTube-Kanal. Das muss es vielleicht nicht unbedingt sein. Aber du brauchst doch ein Social-Media-Gesicht, oder? Das gehört doch heute dazu. Das ist doch wie ein Smartphone haben. Da hast du heute auch ein Smartphone und hängst nicht mit einem Nokia oder mit, keine Ahnung, irgendeinem alten Knochen noch. Also ich brauche eine gute Inszenierung, und zwar offline und online. Beide Welten müssen auch hier bedient werden. Ich fasse zusammen. Kompetenz und Substanz, erster Punkt. Relevanz, wie bringe ich es rüber für meine Kunden und Ansprechpartner, zweiter Punkt. Wie inszeniere ich mich, online wie offline? Das wären die drei Dinge, die ich bedienen würde, wenn ich heute nochmal Finanzdienstleister würde. Und ich würde es, wenn ich könnte, ich kann es aber nicht, irgendwie ist für mich die Zeit vorbei. Ich mache jetzt, unterstütze Menschen dabei, dass sie genau an der Stelle ganz nach vorne kommen, als Trainer. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Da ich dich ja ganz gut kenne, Andreas, kann ich ja sagen, dein Sohn hat ja gerade in der Finanzdienstleistung angefangen. Also insofern, auch da schließt sich wieder der Kreis und das gesprochene Wort stimmt einfach. Ja. Ich möchte, da wir so langsam uns dem Ende nähern, vielleicht noch mit einer Sache schließen. Ihr Trainer spricht ja immer sehr bildlich und sehr stark in Slogan und so weiter. Wenn man diese komplette Situation, jetzt diese neue Marktphase, in der wir uns befinden, wenn du nur einen einzigen Rat geben dürftest, ja, was wäre das und warum? Also, ich glaube, es ist gut, seinen Text zu kennen. Wenn ich heute jemanden frage, was machst du beruflich, dann kannst du sagen, ich bin Makler, ist das Gespräch zu Ende. Kannst auch sagen, ich bin Rechtsanwalt, Gespräch auch zu Ende. Kannst du sagen, ich bin Arzt, ist das Gespräch zu Ende. Du kannst sagen, ich bin Verkäufer, das Gespräch sowieso, da fängt gar nicht erst an. Also wie bin ich in der Lage, auf Fragen, die mir Menschen stellen, so zu antworten, dass ein Nutzen dabei herauskommt? Das würde ich üben. Das ist mein Rat. Vielleicht bist du sowas wie, ich sorge als professioneller Ruhestandsplaner dafür, dass Menschen sich um ihren Lebensstandard keine Sorgen machen müssen. Oder dass Menschen auf der Basis eines gesunden Lebensstandards ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Was immer deine Formulierung ist, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was es ist, was du beruflich machst. Mein Tipp wäre, kenne deinen Text, übe deinen Text, wisse, dass Menschen, die dich fragen, vielleicht schon vorher recherchiert haben, was es ist, was du machst. Und dann wäre das auf der trainerischen Seite etwas wie, ja, wie 2 gegen 2, Schweinchen in der Mitte. Da kennst du vielleicht aus dem Fußball oder wie Driving Range unter den Golfern oder keine Ahnung, Schuhe an und 10 Kilometer laufen. Übe, 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 übe. Wer übt, wird besser. Wer besser ist, bleibt im Spiel. Ja, Wahnsinn. Also ich habe da viel mitgenommen. Ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben. Maus, Jingler, Inszenierung. Den Begriff kannte ich tatsächlich absolut noch nicht. Ja, aber trifft es aufs Wort. Und spaßeshalber habe ich mir nochmal aufgeschrieben, aggressives Warten am Telefon. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam und hatte ich auch noch nie gehört. Also Sie merken schon, mir hat Spaß gemacht. Aber wichtig ist, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Und ich will vielleicht, bevor ich Andreas das Schlusswort gebe, noch mit einer Sache schließen. Wir werden immer wieder von Kunden gefragt, warum wir das denn machen. Ja, also in dieser Stunde würden wir ja nichts verkaufen. Ja, das kostet uns ja auch noch Geld, weil wir halt irgendwie dem Andreas ein Honorar zahlen müssen und so weiter und so fort. Ja, also ich hoffe, dass Ihnen sich das von selbst erschließt. Ja, wir wollen immer anders sein als andere und wir wollen an Ihrer Seite stehen und wir wollen Ihnen immer einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, das kann kaum eine Veranstaltung besser wie diese. Sie werden hier nie 100% mitnehmen. Wenn Sie 20% mitnehmen, hervorragend. Ja, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Für jeden werden andere 20% sein. Deshalb auch nochmal vielen Dank für die Einsendung Ihrer Fragen. Ja, insofern haben wir es natürlich ein bisschen einfacher und wissen, dass wir auch genauen Fokus treffen. Und Sie merken auch, wir reagieren sofort von Präsenz auf digital umgeschlüsselt. Wenn das für Sie besser ist, kein Problem, machen wir das so. Ja. Und wir wollen das auch beibehalten. Ich habe geschaut, unsere letzte Veranstaltung war 14 Monate her und da haben wir wirklich mitten in Corona gesessen. Ich weiß noch, Klaus Fink und Andreas Buhr und ich durften nicht im gleichen Raum sein, vorher testen und so weiter. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Freiheit alle wieder und ich glaube, das sollten wir extrem nutzen. Und das soll es von meiner Seite schon mal gewesen sein. Ich verabschiede mich schon mal bei Ihnen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber unser Star des Tages sozusagen, Andreas Buhr, soll das Schlusswort haben, bitte. Da ist er schon, ja. Nicht wegschalten. Danke sehr, lieber Dirk Fischer, liebes Patriarch-Team. Lieber Dirk und liebes Patriarch-Team,
herzlichen Dank für diese tolle Vorbereitung. Das ist professionell zum Quadrat. Mit dir zu arbeiten macht große Freude. Dass ich dafür ein Honorar kriege, fällt mir erst jetzt wieder ein. Aber wir diskutieren das vielleicht nochmal. Was wäre so, danke, ja, danke auch im Namen meines Teams. Was ist so der Abschlusssatz? Ich glaube, und das kann ich als Trainerseele sagen. Menschen, die wollen, finden immer einen Weg. Wer will, der macht. Ob Corona, ob Krieg, ob, weiß ich nicht, Frühling, Sommer, Herbst und Silvester. Ja, die vier Feinde des Außendienstes. Kleiner, alter Hut am Rande. Wer will, der macht. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich in seine Ergebnisse zu verlieben. Ich glaube, wer sich verliebt in das, was er erreichen will, wer sich verliebt in das, was sie erreichen will, er sie es erreichen will, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Dann stehen die Ziele im Weg und werden erreicht und erreichte Ziele bekommen Junge. Mit anderen Worten, wer sich verliebt in das, was er tut, wer sich verliebt in seine Resultate, in seine Ergebnisse, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Und diese situative Bewusstseinsstörung im Positiven wünsche ich Ihnen, wünsche ich dir, wünsche ich uns allen. Denn dann halten wir, das wissen wir, besser durch. Und das, finde ich, haben wir verdient. Und das haben unsere Kunden auch verdient. In diesem Sinne, liebe Grüße in alle Richtungen aus Düsseldorf, von der Fernsehtheke und der Bühne, Dirk Fischer und Andreas Buhr, wir beide sagen Tschüss und nochmal Tschüss. Alles Gute. Wiederschauen.